Mich persönlich fasziniert am Baustoff Holz, dass es ein Material ist, das in vielseitigen Konstruktionen einsetzbar ist, dass es ein nachwachsender Rohstoff ist, dass der Rohstoff auch in Deutschland mehr nachwächst, als er überhaupt verbraucht wird und der sich sowohl für kleine Konstruktionen wie auch für große Konstruktionen sehr hervorragend eignet, sodass auch von einem einfachen Dachstuhl bis zu komplizierten Ingenieurholzkonstruktionen bis zur Sanierung in dem Altbaubereich alle drei Gebiete mit diesem Material hervorragend ausgeführt werden können. Es schafft eine super Raumatmosphäre. Das ganze Raumklima in einem Holzhaus ist sehr angenehm und warm. Von dem Rahlgütezeichen profitiert erstmal auch der Kunde, dass er ein radioüberwachtes Haus bekommt. Der Betrieb, dadurch, dass er Kriterien bekommt, um eine gute Qualität zu bauen. Auch für den Architekten ist es wesentlich einfacher, weil er weiß, dass dieser Betrieb nach diesen Gütekriterien das Bauwerk umsetzen kann. Somit hat der Kunde an sich eine durchgehende Kette von der Planung über die Fertigung bis zur Montage seines Hauses und Fertigstellung seines Hauses, dass er eine gesicherte Qualität bekommt. Die Rahlgüte geht weit über die gesetzlichen Standards hinaus. Der Grund für mich, in den Vorstand der GRD zu gehen, war, den Holzhausbau in Deutschland qualitativ nach vorne zu bringen.